Herzlich willkommen, liebe Freunde vom Fundcast. Hier ist eine neue Episode und ich freue mich sehr auf einen Gast, der mir aus Stuttgart jetzt zugeschaltet, was heißt zugeschaltet ist. Hallo, liebe Martha, du stellst dich bitte kurz selber vor. Wer bist du und was hast du mit Online- und Digital-Fundraising am Hut? Ja, hallo Jan, hallo Leute. Ich bin Martha, ich arbeite bei Peter Deutschland jetzt seit 5 Jahren im Bereich Online-Fundraising und ja, online liegt mir selbst sehr am Herzen. Also ich liebe einfach die ganze digitale Welt und ja, freue mich auch, dass ich heute hier dabei sein kann. Super. Und du hast mir eben schon im Vorgespräch erzählt, dass du eigentlich fachfremd bist, also quer oder was heißt fachfremd, aber Quereinsteigerin. Darf ich dich fragen, was du gelernt hast oder irgendwie, was du von Haus aus bist? Genau, also ich habe angefangen, ich war schon sehr digital interessiert, deshalb habe ich mit einem Informatikstudium angefangen, das habe ich dann abgebrochen und habe dann letztendlich auf Lehramt studiert, okay. Musik und Mathe, also komplett andere Sachen. Genau, und dann habe ich noch eine Fundraising-Fortbildung gemacht, als ich bei Peter eingestiegen bin und mache im Moment noch ein Master-Marketing-Fernstudium. Okay. Ja. Und was hat dich dann zu Peter gebracht? Also war es die Liebe zum eher die Liebe zum Digital-Online-Fundraising und da war eine Stelle ausgeschrieben oder war es die Organisation und da wolltest du unbedingt hin? Das war der ideologische Aspekt. Also ich habe früher war ich selbst aktiv bei Peter als Aktivistin und habe mich schon sehr früher oder längere Zeit für Tierrechte interessiert und war da auch aktiv und war natürlich immer wieder Gast auf der Peter-Website und da ist mir die Anzeige aufgefallen und dachte mir, okay, das könnte ja ganz gut passen und habe mich daraufhin beworben. Super. Und jetzt seit 5 Jahren schon dabei. Das heißt, du verantwortest die ganzen Kampagnen und zeichnest damit dann auch für den Erfolg, oder? Also Peter Deutschland ist ja wirklich eine Organisation, die im Online-Fundraising sehr weit vielen anderen Organisationen vorweg ist, oder? Oder sehe ich das falsch? Also wir sind da schon sehr erfolgreich, wobei wir haben jetzt verschiedene Teams, die auch mitwirken, was die ganze Online-Welt angeht. Also wir haben noch ein Marketing-Team, ein Online-Kommunikationsteam, das auch die Social-Media-Kanäle zum Beispiel betreut und natürlich ohne die ganzen Kampagnen, die unsere Fachreferate und Campaigner auf die Beine stellen, wäre Fundraising auch nicht möglich. Also ohne Inhalte ist kein Fundraising möglich, aus meiner Sicht. Okay, ja. aber ihr seid dann 1, 2, 3, die wirklich als dann die Online-Fundraiser firmieren oder wie? Genau, also wir sind im Moment jetzt seit neuestem 2 Leute insgesamt, die jetzt für den Online-Fundraising-Bereich zuständig sind und also genau, wir gucken halt, dass dann am Ende von den ganzen Online, sage ich mal, sehr affinen Kampagnen auch am Ende auch ein bisschen Spenden auch für Peter dabei herauskommen. Okay, da lässt du jetzt aber auch schon durchblicken. Es ist nicht in erster Linie das Ziel, da Spenden zu generieren, oder? Also ja, bei Peter ist es so eine zweigleisige Geschichte, würde ich sagen, weil wir zum einen ja natürlich uns für Tierrechte einsetzen und die Menschen in erster Linie auf aufklären wollen, ja, was diese ganze Thematik angeht. Deshalb ist zum Beispiel unsere Website jetzt keine klassische Fundraising-Website, so würde ich das bezeichnen. Ja. Sondern eher deshalb, auf, genau, ja, ein bisschen politische Arbeit oder Aufklärungsarbeit. Genau, also sehr viel politische Arbeit, ja, Aufklärungsarbeit und deshalb ist es nicht alles auf Fundraising fokussiert, wie das bei manchen anderen Organisationen ist, da ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Ja. Bei uns ist das eben dann dieses zweigleisige. Okay, und stark das Campaigning dann im Vordergrund auch. Genau, ja, genau. Ja, genau. Ja. Und aber trotzdem so der Anteil der Spenden insgesamt vom Spendenkuchen, den Peter Deutschland hat, wo kannst du das einschätzen? Wie hoch ist der Anteil von Online-Spenden, die ihr bekommt? Also wir sind mittlerweile so bei über 50%. Wow, okay. Und der Rest kommt dann rein über klassische Mailings? Also schickt ihr auch noch Briefe raus, oder? Brief, ja, ja. Wir schicken Briefe raus. Das läuft auch ganz okay, also ganz gut. Und also der Rest kommt, wie gesagt, direkt, also Offline-Kanäle, sei es über Mailings, Großspenden-Fundraising, Erbschaften. Okay. Das sind dann diese Kanäle. Ja, und speziell im Online-Fundraising, was sind da oder was würdest du da jetzt als eure besten Tools bezeichnen? Was funktioniert für euch am besten? Also das beste Tool für uns ist ganz ehrlich die E-Mail. Also wir haben da ein sehr gutes E-Mail-Fundraising entwickelt und können da auch ziemlich erfolgreich
Spenden generieren. Und natürlich die Website ist jetzt, wie gesagt, nicht in erster Linie als eine Fundraising-Website aufgebaut, aber dennoch durch den Umstand, dass wir sehr viele Besucher auf der Website schon alleine haben, können wir dann verschiedene Kampagnen auch abfangen und, sage ich mal, am Ende der Reise des Interessenten auch den auch zum Spenden überzeugen. Okay, und wie wichtig sind diese ganzen Social-Media-Tools, Facebook, Twitter, was weiß ich? Jetzt gerade eben hatte ich mit einer 18-jährigen Kollegin hier während dem Mittagessen ein Gespräch über Snapchat. Die hat keinen Twitter-Account mehr, aber Snapchat-Drom da so. Wie wichtig sind diese Tools für euch? Also Peter ist da überall irgendwie vertreten, bei Snapchat bisher glaube ich noch nicht. Okay. Aber sonst sind wir überall dabei, aber in erster Linie so als Aufklärung, Aufklärungstools, auch überhaupt die Leute ein bisschen zu informieren. Natürlich schauen wir mal, dass wir dann auch nicht nur Aufklärung, sondern auch zeigen können, okay, sind wir auch erfolgreich, was haben wir erreicht, was gibt es jetzt gerade für Kampagnen oder dass wir überhaupt Traffic von diesen Kanälen auf unsere Website oder Blogs bekommen, die dann irgendwelche Petitionen unterzeichnen oder solche Geschichten dann. Also wir versuchen auch Fundraising zu machen über Social Media, vor allem speziell im Facebook-Bereich, weil das einfach der größte Kanal ist so für uns. Das ist jetzt, da kommt jetzt noch nicht so viel dabei heraus, sage ich mal, aber es entwickelt sich auf jeden Fall. Wie nutzt ihr dann Facebook, um Spenden zu generieren? Also Wir machen das so, dass wir, also Peter kommuniziert sehr viel über Social Media oder Facebook. Wir machen da, glaube ich, fünf Posts am Tag. Okay. Und da schauen wir einfach mal, dass wir regelmäßig auch direkt nach Spenden fragen. Ja? Okay, ja. Auch und dann aber hinleiten. Okay, und dann aber hinleiten auf eure Website oder sowas, ne? Oder genau, zum Beispiel direkt auf die Spendenseite, dann eine spezielle Spendenseite oder dass wir auch die SMS-Spende da auch promoten auf Facebook. Das funktioniert auch ganz gut. Eine Frage möchte ich dir doch noch zum Schluss stellen und das ist die Frage, die sich jetzt bei meinen ganzen Interviews durchzieht. Digital Fundraising, what's hot, what's new? Vielleicht kannst du da für euch, also Peter Deutschland, eine Antwort geben, aber auch du als Expertin für Online-Fundraising, wie siehst du aktuell da so das Geschehen auch bei anderen mitbewerbenden Organisationen? Also ich denke, dass Online-Fundraising generell in der Zukunft auch weiter zunehmen wird, also an Bedeutung weiterhin gewinnen wird. Und was natürlich sich als Trend schon in der ganzen Marketingwelt weiterhin abzeichnet, denke ich, ist auch die ganze Personalisierung. Also online, offline, egal. Also einfach geht es darum, den Leuten die richtigen Inhalte zum richtigen Zeitpunkt über den richtigen Kanal anzubieten und zu präsentieren, also weg von diesem Gießkannen-Fundraising-Marketing. Der einzelne Spenderinteressent mit seinen Wünschen und Bedürfnissen sollte mehr im Vordergrund stehen. Ja. Also denkbar sind dann irgendwie irgendwelche Landingpages vielleicht, die sich da irgendwie dynamisch anpassen, je nachdem, woher der Nutzer kommt oder welche Suchbegriffe er zum Beispiel eingegeben hat, dass man da solche Sachen aufgreift, dass der Nutzer sich da wiederfindet, ja, auf der Seite, wonach er gerade gesucht hat. Zweiter Punkt, mobil nimmt natürlich weiterhin an Bedeutung zu. Jetzt sind es, glaube ich, über 50% der Deutschen, die überhaupt mobil surfen. Und das sehen wir auch ganz deutlich auf unseren Websites, welche Gerätetypen die Leute nutzen. Und da geht es natürlich darum, dass man auch den kompletten Online-Auftritt auch an die ganzen Geräte anpasst und die ganzen Prozesse auch entsprechend optimiert, ja. Also sei es auch Formulare, dass die natürlich hat keine Lust, online dann 20 Felder irgendwie auszufüllen mit dem Mobilgerät, dass man solche Prozesse halt irgendwie bis zum One-Click-Donation irgendwie anpassen kann, jetzt wie jetzt Amazon Payment, das wird sich dann auch zeigen, zum Beispiel, wie, wo sowas hinführt in der Zukunft. Und auch wichtig ist es, denke ich, die Leute irgendwie mit Neuigkeiten auch ein bisschen zu ihnen was Neues zu geben. Nicht immer das Gleiche, so ein bisschen für Abwechslung sorgen in der Kommunikation auch vielleicht manchmal. Wir kommunizieren ja oft viel mit grausamen Geschichten, klar, weil die Themen sind so, aber vielleicht manchmal auch mit was Witzigen kommen, einfach die Leute ein bisschen überraschen. So. Und vor allem weg von diesem Kanaldenken, online, offline, wir müssen mehr so spendenzentriert denken, ja, weil für den Spender gibt es keinen Unterschied, ob er jetzt ein Mailing bekommt oder eine E-Mail, das steht Peter dahinter, ja, und darum geht es letztendlich, also eine integrierte Kommunikation und eine Gestaltung der ganzen Touchpoints mit dem Spender oder Interessenten
adäquate, um eben irgendwie seine Interessen zu treffen und ihn zu überzeugen. Okay. Letztendlich dann, ja. Aktiv zu werden, ne? Und genau, in welcher genau. Form dann auch immer. Genau, Spende Richtig, oder genau. Interaktion. Super. Genau. Hey, Martha, tausend Dank. Klasse. Ich würde jetzt gerne noch weiter, ich drücke mal den Stopp-Button beim Video, sag Tschüss okay. und vielen Dank. Und wir bleiben aber noch ein bisschen in der Leitung und quatschen Alles noch ein klar. wenig weiter. Vielen Dank, ja. Danke.